Servus, grüß dich und herzlich willkommen in Agrarian Skies mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und ja, schaust, was ich hier so lustige Sachen treibe. Wir sind jetzt, nachdem ich weiß, Zeit lang wieder nicht mehr auf dem Surfer, ein paar Sachen aufgefallen. Dass zum Beispiel hier so Sachen passieren mit den Ingots, die mir nicht gefallen, da müssen wir jetzt mal was tun dagegen. Ich habe hier zum Beispiel, es ist gerade nicht mehr, oder? Schauen wir mal, Silver. Ich habe hier Ex Nihilo Silver Ingots und ich habe normale Silver Ingots. Copper, noch viel schlimmer. Ich meine, ich habe da schon ein bisschen aufgeräumt vorher, weil die Platten wieder voll waren. Copper, Thermal Expansion, Ex Nihilo. Also ich habe hier doppelte Sachen laufen durchs ME-System, natürlich nicht hier in diese inzwischen weit aufgerüsteten Better Barrels rein, weil, jo, ME-System kann es nicht, was die Better Barrels können, weil wenn ich dann normales Copper nehme, da reinklopfe, dann passiert ja das, dass das wieder zu diesem Copper wird, aber nicht, wenn es so ist. Das heißt, ich habe da schon was vorbereitet, ich möchte mir nämlich einen Unifier bauen, so einen hier, Unifier. Was fehlt mir jetzt da eigentlich noch? Ach, ich habe was vorbereitet. Genau, der da fehlt. Und da fehlt mir, Gott. Der hier, der hat ein Elektrum. Ich habe beim System inzwischen beigebracht, wie man Elektrum macht. Warum nicht, ne? Das Machine Frame hat auch gefehlt, soweit ich es richtig gesehen habe. Gott, ich habe kein Glas mehr. Also ich habe da aber was vorbereitet, ne? Genau, ja, bla, bla, bla. Glas, komm, gib mir mal. Gib mir mal ganz viel. Und jetzt mach schnell, schnell, schnell. Wir haben keine Zeit. Kann ich da auch anderes Glas nehmen? So eins? Nö. Schade. War ein Versuch wert, ne? Es war ja mal ein Versuch wert. So. Zwei hätten wir schon. Das ist äußerst ein bisschen fürchterlich langsam. Ich glaube, ich werde mich mal an einen dauerhaften Vorrat an Glas ranmachen. Aber eins nach dem anderen. Das machen wir jetzt bei unserem Unifier. Unifier, was fehlt mir denn jetzt eigentlich noch? Das da oben und die zwei da unten. Okay. Das da oben habe ich gar nicht fertig gemacht. Ein Elektrum-Gear. Alles klar. Elektrum habe ich noch genau eins. Dann brauche ich bitte noch drei. Na komm. Kann nicht so schwer sein. Was macht er denn wieder? Also das ganze Autocrafting. Oh. Ja. Der macht Glas. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss das anders machen. Also Glas hier. Brich's ab. Vielen Dank. Mach mal Elektrum bitte. Viel wichtiger. Macht er nicht. Ach so, kann er nicht. Kann er ja gar nicht. Jetzt kann er. Mann, Mann, Mann. Okay. To-Do-Liste. Glasproduktion. Dass wir immer irgendwie so, keine Ahnung, ganz viel da haben. So, dann noch eins bitte. Und ein Eisen. Und dann hätten wir das auch. Glasproduktion, wie machen wir denn das am dümmsten? Da brauchen wir wahrscheinlich einen Level-Emitter oder so ein Schmarrn. Ja, aber erstmal das da. Eins nach dem anderen. Ein bisschen technisch wieder heute. Muss auch sein. Iron. So. Dann haben wir das. Kriegen wir jetzt unseren Unifier endlich zusammen. Das heißt, das können wir das da bauen, oder? Können wir das da bauen. Jawohl. Und dann fehlt mir noch ein Buch. Kriege ich es hin? Nein. Aber Books kann ich doch bauen. Komm. Halt, hier, Buch. Ich habe ein Buch. Alles klar. Mein Gott. Unifier. Was fehlt jetzt noch? Nichts mehr, oder? Doch, die zwei Comparators. Aber die haben wir doch auch schon als im System drin. Comparator, jawohl. Zwei Stück bitte, danke. Kannst du das auch? Du weißt nicht, wie man Redstone-Torches macht. Das können wir ändern. Redstone Torch. Hops. Hops. Guckst du System? So baut man die. Comparator.
Sonst noch irgendwas? Stick? Ich habe einen Natura-Stick drin, alles klar. Den wollen wir natürlich nicht. Kann ich das dahin tun? Ach so, halt. Nicht da. Du nicht. Du hier. Natura-Stick, den wollen wir natürlich gar nicht. Stick. Da haben wir auch ganz viele von. Gib mir mal einen Stick, bitte. Danke. So, du bist eine Redstone-Torch. Aber jetzt kannst du es, oder? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich es machen muss. Moment, wir canceln nochmal. Comparator, zwei Stück, bitteschön. Jawohl, geht doch. Das geht doch, wunderbar. Gut, Unifier. So, was macht die Kiste? Oder was machen wir mit der Kiste? Die Kiste stellen wir jetzt erstmal anstelle von der da dahin. Was kommt denn da eigentlich rein? Da kommt nichts rein. Nee, okay. So, dann kommst du weg. Und du dahin. So, und da können wir jetzt sagen Preferences. Das ist nämlich gut. So, wir haben hier Copper. Da hätte ich gerne dieses, weil wir das halt schon da drin haben. Und dann hätte ich bei Silver gerne dieses, weil wir es halt auch schon haben. Und bei Nickel und Ferris hätte ich gerne, weil das haben wir auch schon hier drin. Genau, so. Dann kommst du da rein, du da rein, du da rein. Brauchst du eigentlich Energie? Nee, du machst es so, ne? Du bist einfach nur so da. Iron, Sand, Gravel, Dust. Wo kommt denn das Zeug da eigentlich her? Hä? Das kommt doch hier nicht aus den... Aus den Dingen kann er das nicht rauskommen. Ach so, das kommt von da hinten. Ja, ja. Ach Gott, Wolle. Alles klar. Okay, das sollte es gewesen sein. Ich glaube, der braucht keine Energie. So, dann, wenn wir jetzt Silber machen. Die 26. Da rein. Sollte kein anderes Silber mehr auftauchen. Das werde ich beobachten. Wenn er Energie braucht. Kommen wir zwei her. Ach, die waren dann noch hin. Silber. Genau, da haben wir jetzt nur noch das. So, mit Ferris. Mit Nickel. Nickel, das muss ich dann mal per Hand hier alles rausziehen und wieder reintun. Ins System. Dann wird das auch funktionieren. Okay, das passt erstmal soweit. So, das sollte jetzt gehen. Das heißt, wir kriegen hier kein dummes Zeug mehr rein und ich glaube nicht, dass der Energie braucht. Braucht der Energie? Wir können mal gucken. Conduit. Hardened. Ich glaube nicht, dass der Energie braucht, oder? Nee, schau, geht nicht hin. Das ist einfach so eine Anzeige. Okay, alles gut. Sehr gut. Das hätte mir jetzt nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Hops, danke. Okay, nächstes Thema. So, damit werden die Platten nicht mehr so beansprucht werden. Hier habe ich, wie gesagt, aufgestockt auf 640 Stacks pro Item, überall da drin. Alles, was hier ist. Ich habe dann das Holz hier gesagt, da hätte ich auch gern mehr. Hab's darüber. Ach so. Doch, das geht schon über das System. Alles klar. Genau. Ja, genau, habe ich gesagt, das möchte ich gerne darüber haben. Weil dann da sind die mit den vielen Sachen, da sind die, wo momentan nur 64 pro Stack, also 64 Stacks sind pro Item. Das ist Holz, mit dem wir immer wieder viel, viel bauen, wie man sieht. Schon wieder nicht mehr viel davon in 64. Der musste natürlich auch hier die Upgrades bauen. Ne? Die Upgrades sind ja auch schweineteuer, wenn man sich das so anschaut. Hier die 9er Upgrades.
Also ein 9er Upgrade braucht 3 Dreier, ein Dreier braucht 3 solche und 3 solche sind 2 Pisten und ein Better Barrel. Da geht schon Holz drauf, ja. Und das ist nämlich auch deswegen gewesen, weil ich hatte jetzt auch 64 Redstone, 64 Stack. Und ich dachte, das ist so bescheuert, wenn du das nicht vergrößerst alles. Okay, gut, dann war das erstmal dieses. Der da hinten macht mir übrigens auch Sorgen. Da habe ich irgendwie, muss man da auch was anders machen. Da unten, ach, jetzt hat das Wasser wieder raus. Das funktioniert immer wieder nicht, dass er Steam in Wasser umwandelt, nein, das Wasser in Steam umwandelt. Dann kann er nicht abpumpen. Jetzt geht's gerade mal wieder. Und es geht mal gut, mal nicht gut und eigentlich geht's nicht gut, ne? Wie man sieht. Tut es mal nach unten. Was ist denn da jetzt wieder los? Der ist doch nicht voll. Ach, was weiß ich. Doch, er ist voll. Da steht ja, dass er voll. Jetzt zeigt das richtig an. Na okay, alles klar. Meinetwegen. So, tu du mal wieder. Alles gut. Alles läuft wieder so, wie es sein soll. Können wir wieder ein bisschen questen gehen. Erstmal gehen wir schlafen, weil es ist dunkel. Schlaf. Na come on. Und da hinten, meine Obstbäume sind auch gewachsen und haben Besuch bekommen. Schau, lauter Kühe, da sind ein Haufen Kühe drin. 1, 2, 3, 4. 4 Kühe sind da. Plus die da hinten, haben wir 5 Kühe, 3 Schafe, kein Schwein. Ja, die Schweine sind jetzt weg. Aber hier haben wir 3 Schafe und nur noch ein Huhn. Naja, sehr merkwürdig. Und das habe ich übrigens auch hier hergestellt. Weil wo ich vorher am Surfer gekommen bin, dann lag dieser Fisch hier gerade so an Land. Da habe ich mir gedacht, das ist ja bescheuert. Ich baue hier so Fischernetze hin, auch wenn es gerade Pearl Oyster heißen. Egal. Hallo Squids. Und der fängt das dann keiner auf. Das ist doch... Dann kann ich mir das Quatsch hier auch sparen. Genau. Gut. Machen wir mal ein bisschen weiter hier. So, wir machen wieder ein bisschen Magie. Wobei wir irgendwann auch mal hier für die Flow weitermachen. Wir müssen überall weitermachen. Den könnten wir eigentlich mal... Ach, nee, das war erstmal Magie. Komm, machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Blood Magic nochmal kurz rein. Ein Divination Sigil. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wie baut man es denn das? Divination Sigil... Mit einer Blank Slate und die Blank Slate ist ein Stone da oben mal reingeschmissen. Mit wie viel? Mit 1000 LP. Ich glaube, ein Herz sind 200. Stone. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann kommen wir her. Sacrificial. Dann machen wir mal diese Division Sigil, weil das ist ganz praktisch. Da ist noch ein bisschen was drin. Dum, dum, dum. So, das reicht. Du da rein. Und da kommt noch eine Hungerkeule weg. Jawohl, da haben wir sie, die Sigil. Dann bauen wir das mal schnell, das Ding. Und dann können wir nämlich gucken, wie viel Blut da eigentlich überhaupt drin ist in dem Ding. Was ja recht praktisch ist, ne? So, dann warst du das da und das da und Divination Sigil. Welches ist es denn? Ist Water, Lava, Void, Air, Lili. Da ist es. Glas. Glas? Praktisch, dass ich ein bisschen was gemacht habe. Gut. Haben wir das. So, dann können wir hier Greater Power Crystal oder Greater Catalyst. Catalyst. Wie bauen sich denn die Catalysts? Catalysts. Den könnten wir haben. Mit Average. Was macht der eigentlich? Was machst du eigentlich? Used in Alchemy. First brauche ich dich.
wie ich dich mache, das weiß ich. Mit komischen Sachen. Und du hier bist. Wir nehmen den Power. Ich glaube, der andere lässt sich leichter herstellen. Wir nehmen den da. Gut. Wir haben eine Lootbag. Hoffentlich ist wieder was Gescheites drin. Und wir haben ein Herz. Herzmampf. Lootbag. Neon-Tetra. Mei, ja, warum nicht? Ich habe doch da irgendwo noch meine Fische, die ich sonst auch schon bekommen habe. Da muss ich mir irgendwann mal drum kümmern. Gut, und jetzt nehmen wir mal das Sitzel in die Hand. Es ist ja bis heute so, Blood Magic hat sich ja bei manchen Sachen nicht geändert, aber genau das hier gehört auch mit dazu. Jetzt kann ich da draufklicken und dann sehe ich, ich habe 5600 LP drinnen. Das heißt, ich kann jetzt irgendwas craften, was nicht mehr als 5600. Okay, sondern was wir jetzt auch noch machen, ist, wir essen erstmal ein Brot. 5600. Dann pieksen wir uns nochmal kurz. Gepiekst. 5800. 200 pro Herz. Gut, mehr wollte ich ja gar nicht wissen. Gut, hätten wir dieses. Was gehört mal da weit? Altar-Upgrades. Blattruhen. 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 Wie baue ich Stich? Blank Slates. Okay. Blank Slates. Da muss ich einen Haufen Steine reintun. Ach, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Was können wir da noch machen? Fokus Pouch und Gold Cap. Die Gold Cap ist easy. Die habe ich, glaube ich, das sind einfach nur Goldnuggets so im Kreis gedreht. Gold Cap, da ist sie. Doch nicht. Habe ich mich da getäuscht? Weg den Fokus. Goldcap, wie mache ich jetzt die Goldcap von Dingenskirchen? Brauche ich da. Nee, Goldcap, die konnte man doch. Ich dachte, die konnte man nur so bauen. Taumonikum, wie baue ich eine Goldcap? Da wollte ich nicht hin. Da steht's. Kupferwand, Goldwand. Ach, da muss ich erst noch forschen. Wandfoki. Kupferwand, da fehlt mir aber auch noch einiges. Greatwood Basic Wandcraft. Ja, das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon. Die Iron Caps, die konnten wir ja auch wunderbar bauen hier, ne? Die Gold Caps. Die Gold Caps. Okay, das heißt. Ich müsste eigentlich mit meiner Linse wieder rumlaufen. Oh, dann müssen wir mal kurz gucken. Kann ich denn? Habe ich noch irgendwas? Kann ich nicht? Kann ich denn eigentlich den da oben? Limestone, haben wir den schon? Ja, da haben wir was gekriegt. Kann ich dich. Halt. Gibst du mir das Ding wieder? Nein. Ich habe nicht das Knowledge dazu. Mhm. Haben wir die Fackel schon? Ah. Gut. Wenn wir ein bisschen rum. Dichter haben wir auch noch nicht, oder? Kann ich noch nicht. Sauber. Tiere wahrscheinlich auch noch nicht. Nein. Echt. Ernsthaft. Darf ich alles noch nicht? Was mit dir? Mushroom? Nein. Oakberry? Jawoll. Jetzt habe ich wieder was entdeckt. Das heißt, ich kann vielleicht das wieder ein bisschen mehr. Nee, das kann ich immer noch nicht. Scharf? Auch noch nicht. Beryl haben wir schon. Mushroom, gehst du jetzt? Nein, 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 nein. Ah.
Error, ja, Error ist gut. Ihr hier? Nee. Gott, Saumkraft. Das ist schon ewig her, wo ich es gemacht habe. Ich könnte hier... ich bräuchte hier Paper. Besser gesagt, brauche ich da Papier? Ich glaube, da gehört Papier rein. Paper? Wir haben ja noch eins. Ich muss mal schnell gucken, ob da Papier reingehört. Nein. Da gehört wahrscheinlich so ein Pergament rein oder sowas. Pass auf. Warum immer raten, wenn einem doch die Bücher das sagen alles, oder? Basic Information. Das da, Knowledge Fragments. Lore Fragment, hä? Nein, ich glaube, das ist es nicht. Aber irgendwie muss ich doch... Was bist du denn? Research Expertise. Was bist du? Aspect of... weg. Der Pech, der wird mich hier nie verfolgen. Oas haben wir auch nicht. Und da steht da noch irgendwas dabei. Ja, du hier, das da. Das haben wir auch in zwei. So. Lalalala. Drei, bla bla bla, ja, Explore. Was gehört jetzt da oben rein? Sagst du mir das? Slot 1, Markus 3. Lalalala. Ich dachte, da gehört Papier rein, aber irgendwann werden wir das noch machen. Das wird schon lustig, aber ich muss erstmal wissen, was da rein gehört. Mensch, ich glaube, ich muss mich mal aufschlauen. Ja, irgendwas aus Papier, kann ich noch irgendwas aus dem Papier machen? Außer einer Empty Map, die braucht doch kein Mensch. Und so ein Zeug braucht auch, was ist das denn? Unprepared Stencil, Open Block, okay, du bist Bibliokraft. Ich könnte eigentlich mal bei Taumkraft gucken, einfach, ne? Würde die Sache wahrscheinlich viel, viel einfacher machen. Lass uns mal bei Taumkraft gucken. Kannst natürlich auch einfach so durchgucken, weil das ist alles so sinnlos, was du da gerade machst. Soundcraft. Research Notes. Die kann man nicht bauen. Die kriegt man. Aber irgendwas muss ich doch da oben reintun. Also irgendwas, was ausschaut wie Papier oder sowas. Was bist du denn? Char-Label? Na, Knowledge Fragments? Nee. Sind es doch die Knowledge Fragments? Lore-Fragment. Du kommst ja von der Biene. Nee, das kann es ja auch nicht sein. Das kann es doch alles nicht sein. So, Knowledge-Fragment. Ja, treffen wir gemeinsam. Fragments, das ist ja nicht wahr. Fragments. Also auf die schnelle Lese. Research Note. Da muss ich mich nochmal aufschlauen, ohne Scheiß. Irgendwas gehört da rein, ich weiß aber nicht mehr was. Das mache ich, da mache ich mich mal schlau zwischen dir und der nächsten Folge. Irgendwas gehört da rein und ich habe keine Ahnung mehr, was es ist. Aber da muss ich nachgucken. Saumkraft ist ja schon 100 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Aber egal, dann war es das jetzt erstmal für die Folge. Jetzt schade, dass wir bei Saumkraft nicht so viel auf die Reihe gekriegt haben. Ein bisschen ärgerlich. Aber ich guck mal, wie das funktioniert und dann... Wenn ich es weiß, dann machen wir damit weiter, ne? Und dann gucken wir uns hier mal das ganze Soundkraft-Gedöns an. Das ist der Research-Table. Ne, da steht nun... Ach, schade. Okay, ich habe schon gedacht. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.